Immer wieder musst du in der Schule Aufsätze schreiben, ganz unterschiedliche Aufsätze. Damit dir das gelingt, haben wir den einzigartigen Aufsatzplaner erfunden. Den kannst du nur bei uns bekommen. Du kannst ihn nirgendwo kaufen. In diesem Video erkläre ich dir, wie er funktioniert. Stell dir vor, du musst für die Schule als Hausaufgabe eine Fantasieerzählung schreiben. Es geht aber auch mit jedem anderen Aufsatz. Und du weißt einfach nicht so genau, was du da schreiben sollst und wie du jetzt eigentlich anfangen sollst. Dann nutzt du diesen Aufsatzplaner, um deinen Aufsatz vorzubereiten. Er besteht aus zwei Seiten und du wählst die passende Seite aus, wo die Geschichtsform und Aufsatzform draufsteht, die du nun machen sollst. Markiere sie, so wie in diesem Beispiel, und beginne dann, Stichworte einzutragen. Fülle einfach die Felder mit deinen Stichwörtern aus. Wie das geht, kannst du hier sehen. Du hast also das Blatt Erzählungen genommen, weil du eine Fantasieerzählung schreiben sollst. Erstmal denkst du dir eine Überschrift aus. Und dann trägst du ein, welche Personen in deiner Geschichte vorkommen, an welchem Ort und vielleicht auch zu welcher Zeit sie spielt. Dann überlegst du dir eine Handlung und trägst sie einfach nur mit ein paar Stichwörtern ein. Und auch den Höhepunkt deiner Erzählung kannst du schon mal kurz anreißen. Danach überlegst du dir, wie deine Einleitung aussieht und beginnst sie zu schreiben. Dann überlegst du, in welcher Zeit deine Geschichte spielt. Und dann überlegst du dir noch, was in der Geschichte passiert und schreibst die einzelnen Schritte kurz auf. Wichtig im Aufsatz ist ja auch immer der Höhepunkt. Und hier kannst du noch mal kurz aufschreiben, spannend aufschreiben, was passiert eigentlich im Höhepunkt deiner Fantasieerzählung. Anschließend überlegst du dir, wie die Geschichte ausgeht und schreibst dir ein paar Stichworte zum Schluss auf. In der Checkliste schaust du nochmal genau, ob du an alles gedacht hast. Und wenn du den Aufsatz dann geschrieben hast auf ein extra Blatt, dann überlegst du nochmal, wo du vielleicht Schwierigkeiten gehabt hast und was du beim nächsten Mal besser machen könntest. Nutze diesen Aufsatzplaner für jede Form von Aufsätzen. Während deiner ganzen Schulzeit kannst du Berichte, Anleitungen, Nacherzählungen, Inhaltsangaben und Beschreibungen, aber auch Bildergeschichten, Reizwortgeschichten, Märchen oder Fantasieerzählungen mit dem Aufsatzplaner vorplanen. Du kannst ihn auf unserer Internetseite downloaden. Der Link steht auch nochmal unten im Text. Den Aufsatzplaner, den gibt es nur bei uns. Entweder geht er um Tatsachenberichte oder um Erzählungen. Diese zwei Aufsatzarten kannst du damit abdecken. Probiere ihn einfach aus und wenn dir das Video gefallen hat, gib uns ein Like, schreib deine Fragen in die Kommentare und abonniere unseren Kanal.